Grüezi, grüezi, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen hier. Ja, zu mal was anderes, nämlich eine Runde Company of Heroes. Eher ungewohnt, glaube ich, auf meinem Kanal, beziehungsweise als Video an sich. Als Stream ja schon ein bisschen des Öfteren, weil wer ein bisschen meine Streams verfolgt, sei das auf. Ich muss ganz schnell schauen hier. Sei das auf YouTube oder auf Twitch, wo ich auch witzigerweise beides gleichzeitig streame. Ja, spiele ich das schon oder streame ich das schon mal des Öfteren so als Runde neben World of Tanks, weil der Punkt ist einfach, ja, ich glaube langsam werdet ihr es bei mir ein bisschen merken, habe ich gerade so ein bisschen World of Tanks League. Ich meine, irgendwie mit Emmy oder so mache ich das wirklich, spiele ich gerne zusammen, aber ich meine auch dort natürlich, ich kann natürlich nicht verlangen, dass ich da irgendwie jedes Mal mit ihm zusammenspielen darf, wenn er irgendwie am Stream ist. Normalerweise, wenn er halt spielt, dann streamt er logischerweise auch, also ich meine, an der Stelle, da kann ich ja nichts dagegen sagen. Und darum brauche ich halt so ein Spielchen für mich zwischendurch selber, wo ich halt auch alleine spielen kann. Weil, ach, ich weiß auch nicht, irgendwie, es ist halt wirklich einfach, WoT aktuell ist ein bisschen anstrengend, sagen wir es mal nett gesagt. Und, ja, darum kommt mir für uns als Zwischending. Ich spiele das halt, ich spiele wirklich sehr, sehr gerne. Es ist meiner Meinung nach eines der geilsten Strategiespiele, die es gibt. Gut, natürlich neben Age of Empires 2, wo halt, ne? Nein, Age of Empires 2 ist halt das Strategiespiel. Habe ich gerade gemerkt, dass ich den da hier vielleicht zuerst einnehmen sollte. Ja, und ihr merkt, ich muss mich gerade trotzdem ein bisschen konzentrieren. So einfach ist das Spiel eben nicht. Aber der Kollege hier scheint gerade seinen Flamer zu verlieren, wenn dann meine Typen mal schießen würden. Der hat da gecapped. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Nein! Mist. Oh ne, jetzt bitte sag mich, dass sie sich gerade selber eingebaut haben. Kann ich wieder gerne noch schnell fertig drahten. Nein, jetzt habe ich dem Flame geben wollte das eigentlich nicht. Gott, ich bin ja ziemlich sehr, ja. Mist. Jawohl. Kommt jetzt endlich der Parpop endlich, weil jetzt könnte ich den gerade brauchen. Danke. Scheiße, Sniper. Zurück. Oh, jetzt wird hier voll weggepusht. Das Problem ist halt. Ich weiß nicht, die Mitte ist jetzt halt ziemlich. Muss ich hier kurz warten. Es ist jetzt böse, dass ich hier einen Sniper kassiert habe. Ich hätte gerne den vierten Rifle endlich. Nee, dich wollte ich eigentlich hin. Und da muss ich schauen, dass ich schnell möglich etwas gegen. Genau, mein. Wichtig ist, dass ich das Maschinengewehr gestört habe. Und ja, ich muss gerade ehrlich zugeben, ich bin es nicht gewohnt, kommt mir auf Heroes zu streamen, wie man vielleicht merkt. Beziehungsweise aufzunehmen.
So, und jetzt will ich hier. Muss ich hier ein bisschen pushen mit allem. Oh nein, Doppelsnipe, dreifach! Komm schon, killt den, bevor er schießen kann, Mann! Komm schon, schieß! Nein! Meist, jetzt hat das scheiß Sidegunner tatsächlich geschafft. Komm gerade nicht so nach, wie man vielleicht merkt. Gut ist, dass ich von den zwei Sniper zerstört habe. Leider habe ich selber extrem viel Verluste eingefahren. Okay, das geht gerade alles so ein bisschen. Den muss ich einnehmen, da muss ich nach Hause. Da kann ich nichts groß OP'en. Brauche ein Pio mehr. Ich habe einen Rifle verloren, tatsächlich. Einen Rifle brauche ich dann auch noch. Muss ich das Zeug ein bisschen mehr nach vorne ziehen. Wie sieht es da rechts aus? Gut, der P ist wieder weg. Muss ich jetzt gerade ausnutzen. Hier hat noch niemand gecapped. Ja, der macht das gerade perfekt. Nein, warte, was? Du musst immer zurück. Ich brauche einen. Jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen pushen. Einfach, dass er. Den hole ich jetzt dafür. Ja, das war jetzt ein Fehler von ihm. Ich hier ein Upgrade, was das angeht. Komm, rennt, rennt, rennt! So, gut gehabt. Brauche ich ein bisschen Deckung zumindest. Nehmt zuerst dieses verdammte Maschinengewehr raus, Mann. Jetzt hier los, Pius. Ja, Red 2, Red 1. Maschinengewehr, die Mine wurde gelegt, das heißt von der Flanke muss ich keine Angst haben. Den da hier mal, zack, 90 kostet der Spaß. Egal. Muss ich ein bisschen neu, zack, Kontroll 1, Kontroll 2, du capst hier noch schnell. Kontroll 4. Ja, du gehst bitte auch nach Hause. Schön Panzer. In Ordnung, Männer. Abstände. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Ich brauche etwas gegen Panzer. Und zwar nehme ich in dem Fall Airborne und zack und zack. Einheiten stehen für Luftmann. Oh nein, wie dumm. Ja.
Bewegung, Bewegung! Diese verdammten Schritt, ihr Männer! Ihr Panzerabwehr! Waffenmannschaft bereit! Denkt daran, dass ihr die Gegend im Auge behaltet! Vorwärts, Jungs! Die haben schon bald wieder die volle Stärke abgeschlossen. Jetzt seid doch mal leise, Leute! Und abrücken! Pioniere, hier spielt die Musik! Wir liegen unter dem Meerbeschuss! Los, bleibt in meiner Nähe! Bewegt euch! Ihr Panzerabwehr! Oh oh. Gut, das Maschinengewehr ist jetzt nicht allzu schlimm. Das habe ich mir sowieso auch geklaut, sag ich jetzt mal. Jetzt hätte ich einfach gerne noch. Brauche ich Ranger? Nein, aktuell brauche ich keine Airborne Ranger. Was ich aber brauche ist das und das, weil jetzt gerade ein bisschen teurer. Ha, jetzt kann ein bisschen anstrengend, muss ich zugeben. Gar ein bisschen, ne? Bisschen. Ich hoffe einfach, dass ihr nur eine der Minen mitnimmt. Ist diese oder diese hier? Das Bild hat, ich habe noch kaum Wett, ne? Ich habe halt wirklich noch kaum Wett. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Schnappt euch euer Zeug und macht euch bereit. Rache ist Feuertrupp, Heerhörer. Okay, dann lasst uns mal gehen. Einheit verstärkt, die stehen unter einem Schuss. Jetzt haben wir 1, 2, 4. Sie nehmen eine unserer Positionen ein. Schnappt euch. Granaten eingetroffen. Schützengruppe hört. Machen es ein bisschen einfach. Pioniere hier. Bereit, jetzt wird er da, jetzt wird halt einfach ein bisschen geploppt, aber Zuhören, Leute. Machen wir es einfach einfacher und machen wir es so. Ich hätte gerne noch einen zweiten Punkt für einen Strafing Run. Sie greifen eine unserer vorgelagerten Stellungen an und holen sie auf eure Abstände. Eine der gesicherten Sektoren wird angegriffen. Los, bewegt euch, Bereitschaft hergestellt. Schon so gut wie erledigt. Muss ich kurz warten. Pioniere melden sich. Schützengruppe hört. Bewegung. Ja, das ist meine eigene Mine, die jetzt ein bisschen im Weg ist, ne? Pios darf ich nicht allzu aggressiv nutzen. Heute dürfen wir los, wollten der, dass irgendwas sich ein Maschinengewehr. Jawoll! Ein Buch wie im Lehr ein Push wie im Lehrbuch stand, ne? Und wie wir das einnehmen werden. Konrad, macht eine verdammte Schnürsenkel. Legt mir diese verdammte Rücken. Seid vorsichtig. Nein! Vogelkontrolle meldet B-47 bereit. Verstanden. Ich brauche ein Pio zu Hause. Und jetzt ich gern vorgelagertes HQ. Unsere Nachschubwege werden bedroht. 57 mm falscher Abwurf eingeleitet. Das kann er von mir aus holen, ne? Das ist mir egal. Schützengruppe hört. Kampfbereitschaft hergestellt. Bewegung, Männer. 57er Mannschaft erwartet Befehl. Schießt, verdammt! Schützen!
Verbesserungen an unserem Hauptquartier. Die haben schon bald wieder die volle Stärke erreicht. Haltet die Klappe! Los, los, bewegt euch endlich! Oh Scheiße, ja, da muss ich jetzt. Ich hätte gerne zwei Sachen. Erstmal hätte ich gerne ein Waffenforschungszentrum, damit ich einen Mörser hier vorne holen kann. Und dann T4. Mit der Pack möchte ich gerne versuchen, hier die Bunker abzureißen. Wieso funktioniert meine Maus nicht so? Und für das nehme ich den Pio. Bringen wir hier auf Position. Nein, ich brauche mehr seit ich gerne. Nein! Ja, hab ich auch schon mitgekriegt. Spinnt der Typi! Nachschub abgestellt, wartet auf Rauchsignal. Sind auf dem Weg. Hier Panzerabwehr. Hier 57er. Können wir die Schmiede. Bereit! Die Männer sind Informationsleute. Es ist gerade ein bisschen anstrengender als es. Ich will, dass die Waffe gesichert wird. Bewegung, Männer. Die haben schon bald wieder die volle Stärke. Los, rennt! Besetzt die Waffe. Bewegt die Ärsche. Vorwärts, Jungs. Verstärkung ist auf dem Weg. Mörser bereit. Wilde Feindbewegungen. Die Männer sind Informationen. Okay, dann lass uns mal gehen. Markiert. Kommen die Granaten endlich? Eine. Ekelhafte. Ekelhafter Spam, den ihr abzieht. Ja, ist okay. Kannst du jetzt bitte das machen, was ich dir für gezahlt habe? Los geht's! Von uns aus kann's losgehen. Verstärkung ist auf dem Weg. Schon bald wieder die volle Stärke erreicht. Wir müssen ja trotzdem noch schnell heilen, ne? Der ist gut. Ja, komm. Mach mich auf den Weg. Ist schon so bereit. Konstruktion abgeschlossen. Geht in Deckung. Ich hab kein gutes Gefühl. Ach du Scheiße, was an das für ein Luck-Hit. Zu Diensten.
So, ich war. Soll der Feind nur kommen? Bewegung, Männer! Denkt an die Abstände! Zum Angriff! Geben Sie uns nur den Befehl! Achtet auf eure Abstände! Hab ich nur noch eine Mine? Hat die andere jetzt zerrissen? Oh nein. Munition überprüfen und Visier säubern! Wir haben halt dreimal Infanterie, ne? Das hat auch nicht so. Ja, ich will eigentlich noch gar nicht sein. Ich möchte gerne noch kurz hinten halten. Boah, sehr schöne Calliope an der Stelle. Ah? Wir sind bereit. Bewegung, Männer. Denkt an die Abstände. Crocodile hier. Ziel markiert. GI ist mir da. Wir machen es. Wer ist angegriffen? Hier ist die Kavallerie. GI, das ist aus, Sir. Bereit machen. Die Köpfe runter. Pioniere, Schussmänner. Bereit machen, Jungs. Oh, verdammt. Verdammte Scheiße. Jetzt kannst du mich mal kreuzweise erwarten. Macht euch bereit für den Kampf. Combined Forces activated. Oh nein. Schützengruppe hören, Männer. Denkt an die Abstände. Sind in Bewegung. B-47, bereit für Bombenabwurf. So, erstmal die Scheiße wegmachen. Dann brauche ich zwei Wolverines. Dann hätte ich gern die Pack hier ran. What the fuck? Ja, und jetzt dreht er sich natürlich. Komm, Flieger, Flieger, wo ist der Flieger, Mann? Oh, Scheiße. Rückwärts fahren, Junge. Scheiße, wie viele Einheiten habe ich jetzt verloren? Und nur ein Pio, okay. Munition überprüfen, Visier soll. Da ist sie auch schon tot. Heute dürfen wir endlich kämpfen. Verstärkung ist auf dem Weg. Einsatzbereit. Crocodile hier. Wir sind bereit für den schweren Panzer. Leute, lasst uns spazieren gehen. Haben volle Kampfstärke. Muss die erledigt. Volontos kannst du uns geben. Zeit, dass wir abrücken. Problem, was soll ich jetzt mit so viel Manpower machen, Mann? Bestätige.
Kann ich mit den gleich schon gehen? Ja, tut mir leid, dass ich gerade nicht so der aktuell gerade so am Komm, wo sind meine Wolverines, Mann? Darf ich in die Base rein? Ich weiß eben nicht. Wolverine in Bewegung. Schon, hol alles raus. Wir haben es auf eines unserer Munitionslager abgesehen. Eine Panzerfahrzeug ist nicht zerstört. Jawohl. Komm, 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 komm. Sei killgeil. Sei killgeil. Wow, okay, bis der Bombe halt kommt, ist halt einfach, ne? Lol. Aus in meinen eigenen Panzer getroffen, das war nicht so geplant. Hoffentlich keine von uns, oder? Vielleicht sollten wir uns hier eindrangen. Ja, Punkt ist weg, dann kann ich ja rein hier. Los, los, los. Ein bisschen die zur Seite raus, weil die blöde Artillerie immer gern ein bisschen am rumsplashen ist. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Holen wir uns noch ein Ding ran und dann schmeißen wir das Zeug auch noch gleich hier unten rein. Jawoll! Boah, hey, das war jetzt recht, es geht, es war nicht sehr anstrengend, aber es war, ja, immerhin ein bisschen spannend, das Spiel. Also, ich meine, ich bin ja recht schnell vorgekommen, aber dann kam einfach so dieser Moment, wo ich da ein bisschen stagniert bin, weil halt der Gegner, recht auf Infanterie gebloppt hat und, ja, meine, jeder kennt das, die Army-Infanterie, wenn die nicht gerade Wert 3 sind, wie zum Beispiel dieser Reifekollege hier oder Wert 2, dann, und hier sieht man auch schön das Wettsystem, dass gewisse Menschen mehr XP geben als die anderen, weil die haben beide 7 Ks und deine ist Wett 2. Ich habe es nicht allzu gut gemacht. Ich meine auch ein bisschen schade, dass der Croc hat ein bisschen weniger Impact gehabt, als ich gedacht habe. Diese blöden Schrecktruppen hatten einfach
haben wirklich den Typen frontal penetriert. Gut, liegt auch, glaube ich, daran, dass der Typi Anti-Panzer-Doktrin gegangen ist, also Panzerjäger-Doktrin oder sowas. Und darum, glaube ich, denn sie eher Panzerschrecks stärker wurden. Ich glaube aber, ich habe es schlussendlich mit Angriffsflug und Bombing Run und so. Also die Doktrin war die richtige. Auch mit der einen Pack, die ich halt leider hinten verloren habe. Aber die war eigentlich nicht schlecht. Die hat ein bisschen Ärger gemacht. Und ja, eben, ihr seht, ich bin nicht der Überspieler. Ich denke, ich bin da. Ich denke, ich gehe unter Durchschnitt. Durchschnitt ist, glaube ich, voll okay. Ich kenne gewisse Kniffe, weil ich auch selber auch gerne gewisse Videos anschaue. Ja, eben, ihr seht, 26. Ich glaube, das war voll okay. Ja, Streampriest hat mich ja schon herausgefordert. Er will hier ein 1 gegen 1 gegen mich haben und mal schauen, wie das zustande kommt und wie das abgehen wird. Aber ja, ihr seht hier eben die Punkte waren voll okay. Ja, eben, also das war's für diese Runde mal COH. Ich meine, ihr könnt ja gerne unter die Kommentare schreiben, ob ihr das mal des Öfteres sehen wollt. Oder ob ich das einfach mal bei zufälligen Streams oder spontanen Streams belassen soll. Oder ob ihr wirklich, wie soll ich sagen, mehr Company of Heroes Videos sehen wollt. Was ich euch auch anbieten kann, sind natürlich die Mission, weil, Operation? Ah, nee, nicht Operation. Die Mission, was sind die? Kampagnen. Darf ich jetzt keine Kampagne mehr spielen? Okay, Kampagne geht, ich bin so blöd, ne? Ich schaue hier, dabei sind hier links alle aufgelistet. Ihr seht, ich habe alle Kampagnen, das heißt, wenn ihr mal eine Kampagne sehen wollt, könnt ihr mir sonst auch sagen, kann ich auch eine Kampagne durchspielen. Aber ja, wie gesagt, es liegt an euch, meine lieben Zuschauer, sagt, was ihr wollt. Und ja, danke mal fürs Einschalten, die es wirklich bis da zum Schluss behalten haben. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.